Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, ich bin weiter hier genau in der Situation im Endeffekt, wo wir zuletzt aufgehört haben. Überraschung. Ja, irgendwie so. Ich habe mir das aber durch den Kopf gehen lassen, ne, weil ich musste ja einen Titel für die letzte Folge finden. Das war schon ein bisschen krass, ne? Die kommen hier an, drehen um und wir laufen ihnen hinterher, knallen einen von ihnen ab, setzt drei bewusstlos, von denen wir dann zwei festnehmen, während der dritte hier draußen einfach, naja, ne, dummerweise verstorben ist. Eigentlich ganz schön krasse Aktion von uns, ne? Schon richtig übel. Wie? 0,5% Chance? Schwierigkeit der Anwendung 99%. Oh, ich kann nichts anderes machen, als die eigentlich gehen zu lassen. Was trägt denn der für Sachen? Eine Schutzweste, eine gute. Und ein paar Sachen, ganz ehrlich, ich könnte denen ihre Sachen wegnehmen. Aber zumindest der hier, dem würde ich dann die Sachen wegnehmen. Und dann lasse ich den frei. Das macht ja keinen Sinn. Ernsthaft, das macht einfach gar keinen Sinn. Weil, was. Ich kann ja schlecht. Ich meine, wie viel. Ich bräuchte 200 Versuche im Schnitt bei 0,05% Wahrscheinlichkeit, damit ich sagen kann, hey, ich werde den wahrscheinlich übernehmen. Ich guck mal kurz. Ich glaube 0,5% Chance, genau. Das bedeutet, wir haben gerade mal, ja, wie gesagt, also unter 1% Wahrscheinlichkeit, dass wir, ganz ehrlich, dem nehme ich seine Kleidung weg. Und dann schmeiße ich die beiden vor die Tür, weil werd die nicht töten in Gefangenschaft. Das passt mir nicht. Und ja, gut. Dummerweise sind das halt Piraten, ne? Wir stellen uns noch nicht mal mit der Fraktion gut, der sie angehören. Was? Der hatte plus 61er Meinung? Von ihr? Lial! Alter, was machst du mit denen? Hast du denen eine Gehirnwäsche unterzogen? Alter! Was zum Geier hast du getan? Ja. Ich bin übel genug, dass ich dem einfach alle seine Sachen wegnehme. Ich lass die beiden frei. Was soll's. Möglichkeit auf versteckte Gegenstände. Nee, nicht mit 4 Leuten. Keine Chance. Wenn wir 10 Leute oder so haben, ja, gerne, aber. Okay, er geht lieber die andere Seite raus. Alles gut. Wären sie jetzt wenigstens von sowas wie diesen normalen Angreifern halt, von so einem Stamm oder so, dann hätten wir jetzt wenigstens unsere Beziehung zu dem Stamm verbessert, ne? Aber da das halt Piraten sind, passiert das nicht. Aber wie fies ist das denn? Einfach eine 99% Schwierigkeit. Ich meine, klar, es kann klappen, aber bis dahin futtern die einfach bei allem von uns mit und alles, ne? Ey. Oh, das ist super ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Hat er sich seine Sachen wieder angezogen? Ist okay. Das, was ich wirklich haben wollte, ist die Schutzweste und die hat er liegen lassen. Wer, ach so. Kannst du den da mal freilassen? Reinige Urin. Ausziehen? Nein. Ach so, ich kann. So, du lässt den mal frei. Oh Gott, der Bereich hier ist voll.
Der Bereich ist voll. Ich muss einen überdachten Bereich schaffen mit. Ich werd mal die Dinge aus Holz bauen. Die nächsten. Nochmal eine kleine Skulptur. Damit ich mal ein bisschen Holz verbrauche. Details. Alles löschen. Holz. Okay. So. Dann kann Lial hier mal oben. So, ich glaube, das ist noch ziemlich weit weg vom Einstürzen, aber Lial Einsturz gefährdet. Habe ich mich verschrieben? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich verschrieben. Einsturz gefährdet. Nein, alles gut. Okay. So. Und dann geht's hier weiter. So. Okay. Puh, das ist nicht so gut gelaufen, wie es hätte laufen können. Definitiv. Aber wir haben jetzt halt echt viel Kleidung hier rumfliegen, ne? Habe ich noch ein Lagerfeuer irgendwo stehen? Nee, ne? Nee. Jetzt hätte ich vielleicht mal geguckt, ob ich die ganze ganz furchtbare Kleidung einfach verbrenne. Also alles unter 50% oder weniger oder was er Toten gehört hat. Oh, der Hopfen ist fertig. Haben wir Braun schon erforscht? Nein, wir sind doch dabei. Wir sind noch voll dabei. Okay. Wir könnten natürlich ein paar Regale aufstellen, auf denen wir dann die Waffen draufpacken. Dann würden die hier drin nicht mehr so viel rumliegen. Möbel. Regal. Hier zum Beispiel so. Dann kommt da ein Regal hin. Kommen da ein paar Waffen rein. Dann haben wir nochmal zwei Plätze frei, wo dann Sachen halt hingelegt werden können. Es ging aber schnell mit dem Regal. Zusammenbruchrisiko schwer. Warum? Ja, was hast du? Sehr hässliche Umgebung akzeptiert. In Kälte geschlafen? Ah. Ich sollte vielleicht mal ein Lagerfeuer bauen. Wer hatte das hier jetzt gerade gebaut? Egal. Hier wird es jetzt angemacht. Okay. Okay, da steigt es dann auch langsam. Hier sind nämlich 27 Grad. Dann mache ich die Tür und die Tür jetzt zu. Damit einfach die Temperatur ein bisschen gehalten wird. Dann mache ich die Tür jetzt ab sofort zu. Dann sollen hier die Sachen liegen bleiben. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Dann können sie in Gruppen dann weggetragen werden. Weil, ja, jetzt wird es gerade richtig kalt, genau. So, jetzt wird es hier schon nur 19 Grad, ne? Merkt man schon den Unterschied. 20. Weil hier die Tür immer noch offen ist. Hier drin sind 19 Grad. Okay, da sollte es jetzt nicht mehr zu kalt sein. Okay, gut. Das ist ein kritischer Alarm. Feuer ist mir relativ egal, solange es regnet, ehrlich gesagt. Bevor da irgendjemand wahrscheinlich da ist, ist es wahrscheinlich schon aus. Hummer. Ich hoffe, ihr tragt ein bisschen was. Nochmal. Wenn ich jetzt tragen mache, da wird ja auch in der Umgebung getragen, oder? Wenn es das Gleiche noch da ist? Ja, okay.
Guck mal, was machst du gerade? Skulptur. Trage. So. Falk ist halt nicht dazu bereit, irgendwas zu tragen, aber er geht mal fischen, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall geht er zum Fishing Pier. Das Problem ist nur, dass hier nicht steht, was er da machen will. Ob er wieder aufs Wasser starren will oder so. Aber ich glaube, der geht angeln. Ja, sieht gut aus. Der müsste jetzt eigentlich gerade seine Fähigkeit Fernkampf hochgehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das geht aber nicht hoch. Vielleicht haben sie es verbessert. Ja, okay, jetzt angelt er. Ganz eindeutig. Ja, und da geht seine Fernkampffähigkeit hoch. Das ist halt ein bisschen doof. Das Problem ist, dass das Angeln die Fähigkeit des Jagens benutzt. Und Jagen benutzt Fernkampf. Das ist ein bisschen doof. Ich wünschte mir, da hätte der Modmacher es hingekriegt, eine eigene Fähigkeit Angeln halt mit einzufügen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, gebe ich zu. Aber es wäre echt schöner gewesen. Lial meditiert, okay. Homer versucht nochmal eine Skulptur herzustellen. Wieder so eine hässliche Skulptur bei rausgekommen. Können wir wieder vernichten. Beziehungsweise bei den Werten müssen wir sie vernichten. Ihr das Heu eigentlich? Ich bin mir da gar nicht so sicher. So. Ja gut, im Notfall essen die auch das Trockenfutter von uns. Die Trockennahrung hier, das Pemmican. Das essen die im Notfall auch und dann ist schon gut. Was machst du? Erntet Heugras, ehrlich gesagt. Gut, Ernte, du willst ja nichts tragen. Ey, ich hasse es, ne? Wir haben nur zwei Leute, die bereit sind, was zu tragen. Einer davon schläft gerade. Kombo, was machst du gerade? Du nimmst das Ding auseinander, okay. Trägt Hopfen zu Stockpile. Das ist doch mal eine gute Sache. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich hier? Hier sollte ein Joy-Stockpile eigentlich drin sein. Ich habe extra den hier kopiert und hier eingefügt. Ich mache den mal auf normal. Legen die dann die Sachen von hier darüber? Weil die kriegen hier garantiert, dadurch, dass das was rumliegt, Malus. Okay, es ist einfach saudreckig da drin. Oh Gott. Das Regal nicht mehr. Da drin ist einfach so dreckig. Da würde sich keiner drin wohlfühlen. Oh Mann. Das ist schon wieder unterhaltsam. Kombo ist noch am Tragen. Okay, Nahrung. Ja, Nahrung tragen ist immer wichtig. Heu tragen ist auch nicht schlecht, auf keinen Fall. Ich werde mal hier Heu verbannen. Und hier auch im Moment. Weil das ist mir einfach nicht wichtig genug. Rohes Essen, vegetarisch. Das ist gar nicht dabei. Ach nee, hier, Heu, okay. Möglichkeit zu Friedensgesprächen. Ich find's ja super interessant. Und der ist jetzt echt wiederholt gewesen. Aber ich kann doch im Moment echt es nicht zulassen, Lial dahin zu schicken. Das geht nicht. Die einzige, die halt ein bisschen verhandeln kann, ist Lial. Das wären gerade mal ein 5er Wert, wenn ich mich nicht irre.
Das ist auch die Einzige, die es kann. Die beiden hier verweigern es. Ne? Hummer und Falke verweigern es. Und der hier hat einen Wert von 1. So. Und wenn irgendwas dabei richtig schief geht, ja, dann verliere ich meinen Koch. Na gut. Hummer könnte mittlerweile auch kochen. Aber andererseits ist Hummer halt auch... Das macht keinen Sinn. Das macht leider gar keinen Sinn. Oh, Feuerwehr. Die Sachen sollte ich hochsetzen. Ja. Er darf sich ja um die Tiere kümmern. Wir haben ja leider den Typ nicht bekommen. Nee, ich lasse die Friedensgespräche aus. Boah, wie weit sind die denn entfernt? Kriegt es Lial alleine hin, dorthin zu laufen? Dann speichere ich es auf jeden Fall vorher. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also, ich guck mal. Zum Ort springen. Gucken wir es uns mal an. Gucken wir es uns mal an. Dann mache ich einen Hard Save und mache notfalls hier Speicherausnutzung. Und sage, hey, wenn da was schief geht, ne, dann lade ich auf jeden Fall neu. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. So, wo sind wir? Da, ne? 1,7 Tage. Okay, also es wäre machbar. Okay. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es mal jetzt. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ich speichere wieder mal Lial, die in Gefahr gebracht wird. Lial Friedensgespräche. Jo. Okay, dann muss ich jetzt hier anklicken, eine Karawane erstellen. Die Karawane enthält Lial. Sonst niemanden, einfach nur Lial. Gegenstände, die sie mitnehmen soll, umfassen einfache Mahlzeiten. Obwohl, nee, Pemmican ist eigentlich günstiger. Verdirbt in 0,4 Tagen? Pemmican? Das muss altes Pemmican sein, was wir da rumliegen haben. Hey, wieso verdirbt die Nahrung? Das macht gar keinen Sinn. Hä, Pemmican ist doch mega haltbar. Das macht gar keinen Sinn. Okay, ich probiere es mal. Hier, das muss ja neuer sein, dann denke ich mal. 30. Okay, braucht tatsächlich mehr. 100? 100 Pemmican mit. 3,6 Tage, 1, wow. Das ist nicht so viel. 300? Okay, geben wir 300 mit. Es kann eigentlich nicht in 0,4 Tagen verderben. Das ist wahrscheinlich... Ach! Sie wird... das ist das, was als erstes verdirbt. Sie hat irgendwas dabei, was innerhalb von 0,4 Tagen verdirbt. Und das ist halt hier angezeigt. Immer das, was am schnellsten verdirbt. Die wird einfach im Moment noch eine Mahlzeit in der Tasche haben und das ist das Problem. Okay. Das geschätzte Zeit bis zum Ziel ist dahin 1,7 Tage. Wie komme ich jetzt zurück zum Bildschirm? Hier hin. So. Konfiguration. Abmarsch Richtung Südosten. Ja, ist okay. Wir probieren es. Allerdings, ob sie erfolgreich ankommt und auch wieder zurückkommt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es eine sonnige Verabschiedung von mir. Om Sunny, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Alles Gute und ciao. Euer Sunny.